So, kommen wir mal. Guten Abend, ihr Krümel. Ja, ich habe mal mit einem anderen Lied als Start angefangen. Zwar gleich mit der Kampfmusik von Apple. Diese 5. Ich habe die Truppe gelevelt ein bisschen. Ich habe Skillpunkte ausgegeben. Ich habe sie mit Steroiden vollgepumpt. Die Items heißen in dem Spiel so. Steroids. Ich habe die Truppe umgestellt, ich habe Nolex und Lance ausgetauscht, noch mal ein bisschen umgerüstet und ich hoffe, das wird jetzt gleich auch hinhauen mit dem blöden Viech. Laurelin, ja. Auch wenn sich der Herr jetzt gerade hier beschwert, dass er seltsam, dass er eher wie ein Clown aussieht, als wirklich furchteinflößend, aber mein lieber Lance, das ist mir egal. Ich muss da halt gucken, weil du dir mit zwei anderen männlichen Charakteren die Klamotten teilen musst. Da geht's halt nicht anders. Ich muss da gucken, dass ich möglichst gut Resistenzen abdecke für diesen Gegner. Und ja, schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ich hoffe, ich hatte noch. Nee, doch, ich habe, glaube ich, schon auf Episch. Bin ich gerade echt selber nicht sicher. Jetzt bin ich mir gerade selber nicht sicher, ob ich dran gedacht habe, auf episch zurückzustellen. Ah, da, das hatte ich nämlich vergessen. Für die Medaille wollen wir ja episch machen. Ja, Lance muss das Kostüm jetzt halt aushalten, ne? Wie soll ich mit dieser Waffe überhaupt sehen? Ich bin ein Schütze. Ich muss doch sehen, auf was ich schießen soll. Ist okay, Lance, hör auf zu jammern. So, jetzt stimmt's, jetzt haben wir episch. Ja, kommt endlich da raus und kämpft. Nee, das werden sie wahrscheinlich nicht. Ich werde erstmal wieder das Wetter ändern. Mit wem konnte ich das Wetter ändern? Das waren die Buffs. Verheilen Status, lovable, Status ändern. Doch, das war's. Ändert das Wetter. Ja. Genau. Damit der nicht ständig gebläst ist, der Blödkopf. Da muss ich schauen. Warum ich Lance jetzt genommen habe, das ist vor allem aus einem Grund. Hier, Unload. 6 Schüsse auf den Gegner mit dem entsprechenden Element der Waffe. Was wahrscheinlich wesentlich mehr wehtun wird als. Oh ja, das tut wesentlich mehr weh, als wenn ich versuche, ihn mit Nolex zu zerkratzen, diesen Baum. Piu piu, ja, piu piu. Und ihr werdet jetzt sehen hier. Ich habe jetzt. Mit ihrer Magie, die gegen alle geht, dann muss ich den großen Kreis auswählen. Oder ich kann ein Einzelziel auswählen und den Schaden quasi auf ein Einzelziel konzentrieren. Ich werde mit ihr aber hauptsächlich dazu schauen, dass wir immer die Minions wegkloppen. Dass wir immer wieder SP-Nachschub bekommen auch. Ja, die ganzen Katzengeräusche da drin, das kennen wir alles schon. Ja, wusste schon, dass man Katze nicht vertrauen kann. All seine Theorien haben sich bewahrheitet hier. Wenn er hier diesen verrückten Haufen da sieht. Der Buff. Wir brennen jetzt leider dadurch auch. Ist halt jetzt leider so, aber naja gut. Zumindest das Blessing, das hat halt immer eine ganze Menge ausgemacht. Und das hat voll genervt. Unload ist jetzt halt leider im Cooldown, aber ich könnte zum Beispiel Bullet anbieten oder machen wir Bombenschaden. Oder nee, wir können euch ja auch vergiften. So, schmeißen wir eine Runde Giftgas. Die Minions sind down. Giftgas. Und der Kampf läuft schon wesentlich anders als vorher. Ein bisschen Brandschaden nehmen wir jetzt leider schon. Und die rufen die Minions nach. Das war klar.
Darf ich wieder? Alles klar. Dann werde ich jetzt die erste Mal auf sie wechseln. Sexy Lady, look at deine Magie. Er ist natürlich total verknallt, aber dein Pech, sie wird dir nicht gehören. Tut mir leid. Feuer, 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 Ding. So, immer feste Griff auf den Baum. Seine Limits können wir dann jetzt natürlich auch ausprobieren. Ah, allerdings war das Problem. Ja, der hatte leider so ein paar Sachen, die auch gegen uns selber gehen. Im Zweifelsfall immer Oblivion. Der Stun-Effekt könnte uns aber eventuell was helfen. Aktivieren wir mal die Ionenkanone. Kennen wir ja noch aus dem vorherigen Teil. Jau, Stun. Sehr schön. Die Katzen streiten. Oh, Magidev. So, so, so. Das wird dir aber nicht ewig helfen. Wir haben dich schon fast auf die Hälfte runter, Kollege. Jetzt können wir nur noch einen normalen Angriff machen. Oder... Wir nehmen Bullet Hell. Hat ihn auch nicht viel gebracht, sich zu deffen. Lenses Skills sind ziemlich mächtig, ja, das stimmt. Aber er hat nicht die Ausdauer wie Matt. Er kann sie nicht ständig benutzen, um sich aber auszuruhen. Ja, das ist gut möglich, aber er hilft uns gerade, glaube ich, mehr als No Legs. Eine berauschende Rede ist zu hören, die nach Einheit unter der Katzenspezies kommt. Okay. Den Satz hat man, glaube ich, das jetzt mal noch. Giftgas ist auch noch im Cooldown. Och Mensch. Das ist alles mögliche Coole im Cooldown. Hyper Beam hängt aber auch von der aktuellen Waffe ab. Dann machen wir das. Ach, ist aber auch eine Runde zum Aufladen. Es ist jetzt genug Energie aufgeladen, dass meine kleine Stadt damit betreiben könnte. Nächste Runde lässt er das dann los. Alles klar. Nicht heilen! Es war nur ein Minion, aber trotzdem, lass das. Könntest du bitte aufhören, in der Vorschau zu ruckeln? Das wäre sehr lieb. Aber am PC kann es nicht liegen. Du musst irgendwas unterwegs in der Leitung sein. Weg. Ähnlich wie ihr Firestorm-Spell, nur sehr viel stärker. Er kann es nicht jede Runde benutzen, ist aber trotzdem beeindruckend. Da gebe ich dir recht. Wir haben dich fast. Es ist sehr still da drin. Zu still. Also, ich habe immer noch Katzen drin. Ah, wir haben wieder Blastwetter. Verdammt. Das ändern wir mal wieder. Das will ich nicht. So. Ah, sehr schön. Dann können wir anlocken. Waffe überhützt. Wir machen mal besser eine Weile langsam. Okay. Wie weit hatte ich die Heilung bei dir? Ach ja, genau. Das habe ich auch aufgewertet. So, dann sehen doch alle wieder fitter aus.
Es geht doch nicht so bei einem guten alten Gruppenheilungsspell. Ja, da gebe ich dir. Man hört, wie sich Katzen gegenseitig verzweifelt zerkratzen während ihrer Todeskämpfe. Alles klar. Da bist du ja makaber, lieber Matt Rossett, aber alles klar. Ja, aber was ist jetzt immer die Frage? Was passiert mit den Monstern in solchen Spielen, wenn man gegen sie kämpft? Sterben sie wirklich? Was passiert? Ah, verdammt, jetzt können wir die Heilung nicht mehr benutzen. Aber dafür hab ich doch. Nee, Quatsch, der macht nur. Ja, der macht nur Regina. Ich wollte aber eine Heilung haben. Weil der andere Zauber, der da den passt. Ja, den Spruch hatten wir auch schon mal im letzten Kampf. Den übersetze ich nicht. Wer wisst wohl, was das bedeutet, der kann das gerne selber nachschauen. Shot könnte ich machen. Reicht noch nicht. Er liegt immer noch. Immer zweimal drauf schießen, um sicher zu sein, dass es tot ist. Er. Hier muss jetzt der Heileraufgabe nachkommen. Das ist leider mal jetzt so. Sonst fallen uns alle um. Wer ist der Einzige, der noch Buffs übrig hat? Ach, du meine Güte. Die anderen sind sie alle schon weg. Boom. Gleich bist du weg. Ja, Double Shot geht nicht mehr. Snipen könnt ihr. Macht aber weniger Schaden immer mit einem Schuss. Beziehungsweise es ist ja jetzt kein Schuss mehr, ja. Ja, es ist Zeit, Ärsche zu treten und Tabak zu kauen. Ah, das heißt eigentlich Chew Gum und nicht Chew Tobacco, aber ja. Der Lift ist ein echt interessanter Film. Tabak. Nein, lieber nicht. Gibt's Kautabak überhaupt noch? Die hauen ab. Tschüss. Jetzt, wo wir den Chef umgehauen haben, haut ihr ab. Medaille ist eingesackt. Jawohl, haben wir dem Zeug. Haha, wir haben es geschafft. Jetzt rennt der Rest davon. Oh Gott, voll die Blutlache da, ey. Ja, schon ein bisschen makaber. Aber okay. Die Katzen sind jetzt futsch. Haben einen großen Fehler gemacht, sich uns in den Weg zu stellen. Sie waren nur simples Kanonenfutter bei unserem gemeinsamen Macht. War er so schwer, naja. War das wirklich der Grund für diese ganzen untoten Monster hier im Wald? Irgendwie scheinen wir ja noch irgendein Puzzleteil zu verbissen, ja. Ich glaube nicht, dass die Katzen Nekromanten waren, aber. Vielleicht, aber wollen wir nicht erst mal unseren Sieg feiern? Ja, können wir machen. Ja, wir haben schon gut gekämpft. Können erst mal feiern. Ihr wart alle sehr gut im Kampf. Vielleicht nenne ich euch ja bald zu meinen Kameraden. Ich nenne dich schon die ganze Zeit Bro. My Bro. Scheint so, als würde Lenz langsam seine Schulden damit bezahlen, indem er Gutes tut. Er hat immer noch eine Menge vor sich, aber vielleicht erreicht er das ja irgendwann. Das werden wir sehen. Aber er hat sich immer noch nicht dafür entschuldigt, was er falsch gemacht hat. Und er wird es auch nicht tun, sagt er. Er hat getan, was er für richtig hielt, was er glaubte, was es richtig ist, mit den wenigen Informationen, die er zu der Zeit halt eben hatte.
Und seine Absicht war eigentlich immer nur zum Guten, zum Besseren für die Menschen. Naja, wir müssen da wohl noch ein bisschen. Wir haben da wohl noch ein bisschen Arbeit vor uns. Meinste. Jetzt können wir endlich hier runter. Ups. Aber leider. Nee, da werden wir jetzt gleich wahrscheinlich das Floß brauchen. Herr Floßbauer? Hä? Was? Besucher? Ach, sehr selten. Werde ich hier aber ausgeraubt? Hm, macht er sich gerade Sorgen? Nein, wir rauben dich nicht aus. Bist du der Floßbauer, der so schwimmende Dinge baut, wie Flöße? Während meiner Arbeitszeit? Ja. Jetzt gerade allerdings genieße ich ein Bier und die Aussicht. Bin auch nur ein Kerl. Ne, wir brauchen aber ganz dringend ein Floß, um in den südlichen Kontinent zu kommen. Wir müssen uns den Meteor, der da runtergefallen ist, genau anschauen. Ja, okay. Es gibt wohl gerade einen großen Bedarf an Flößen und er gibt uns sein neuestes Meisterstück. Ah, wir sollen es einfach mitnehmen und ihn in Ruhe lassen. Er möchte keinen Ärger. Wir sind auch nicht hergekommen, um Ärger zu machen. Sehen wir wirklich so Troublemaker-mäßig aus, fragte sich gerade. Naja. Wir kommen. Ja, entwickelt sich vielleicht ein schlechter Ruf? Ne, ich glaube nicht. Ihr seht aus wie ein Haufen Banditen, die keinen Respekt vor Regeln haben. Na, kann in den Kostüm liegen. Naja, mit diesem Floß könnt ihr einfach am Ende von jedem Pier runterlaufen und einfach nur auf neue Gebiete schweben. Großartige Sache, aber denkt dran, immer wieder an einem Pier auch wieder zu landen. Versucht es mal. Okay, aber erst räume ich das, was du in der Kiste hast, aus und das, was schon geblinkt hat. Okay, das ist lustig. So. Ein neuer Bogen. Das funktioniert nicht. Okay. Es muss immer so ein Vorsprung quasi sein. Her damit. Nur Mysteroide. Können wir für den nächsten Gegner gebrauchen, denke ich. Aber hier geht's doch nirgends mehr weiter, ne? Nee, das ist hier schon eine Sackgasse. Da müssen wir jetzt wohl woanders hingehen. Mit dem ganzen Viehzeug, das hier brügeln, brauchen wir es eigentlich nicht nochmal. Es gab hier eine Slime Cat. Ich vergesse immer wieder, wo sie war. Da. Das heißt. Nee, hier, Karte. Ja, da unten sagt uns der Pfeil auch. Hier oben fehlt aber noch ein Stück Karte. Das stelle ich gerade mal so fest. Da schaue ich erstmal kurz vorbei. Das bist du dir gewesen sein. Zack, zack. Warum fehlt mir dieses Stück Karte? Warum hat mir das gefehlt? Warum habe ich nicht da vorbeigeschaut? Ich depp. Schreine wie dieser sollen das Böse fernhalten und dir Glück bringen, wenn du daran betest. Anna selbst ist da eher skeptisch, aber sie findet es eine spaßige Tradition. Warum nicht? Mein Busen wächst auch, egal wie viel ich biete. Ja, ist okay. Ich sehe Schätze. Aha. Und man kann hier Sachen ablegen, aber sowas habe ich schon nicht gefunden. Also Kugeln wiederverwendet. Da glitzert's doch.
aber ich befürchte, da müssen wir näher ran. Das hat's im Weg. Machen wir das mal kurz und dann. So. Das ist jetzt vielleicht keine gute Idee. Plasma Wave! Ich hab dich vermisst. Ein Tipp, ihr könnt Plasma herstellen, indem ihr Feuer in die mit Mikrowellen bearbeitet, aber versucht das nicht zu Hause. Mhm, alles klar. Nicht nachmachen, Kinder. Habt ihr gehört? Eine sehr bunte Gruppe. Interessant. Die Katze ist fort. Ach, ich habe vergessen, auf den Schwierigkeitsgrad umzustellen, merke ich gerade. Mit welchem Skill können wir euch befeuern? Der macht halt leider nur lauter Single-Target-Sachen. Bis halt auf eben den Cyclone. Ach, das ist doch klar. So. Wie habe ich irgendjemand mit so primitiven Attacken verloren? Habe ich einfach nur zu nah dran gestanden, während ich geschossen habe. Wer ist könnte vielleicht sein? Ach komm, die ganz große brauchen wir wahrscheinlich nicht bei dem. Oh, tschüss. Er Support. Geballert die ganze Zone. Ja, die Bombensachen fand ich schon immer cool. Wir wären ein sehr ausbalanciertes Team. Natalie ist gut, um Gruppenplatz zu machen und er kümmert sich darum, die Großen zu erledigen. Das kann sein. Aber seine Flächensachen sind auch nicht schlecht. Lances. Doch. Schwierigkeit runterstellen. Option. Serie. Sonst dauern die Wachen wieder so lange. So. Da hat geglitzert, das will ich haben. Da ist eine Kiste. Ciao. Wer bist du? Ah, okay. Du willst diese drei Slimes sehen. Du, da siehst aus, als würdest du wissen, wie man Monster zähmt. Ich brauche ein paar Sandsäcke zum Üben. Aber auch etwas, das ich stirbt, wenn ich es ein Stück geschneide. Ja, da eignen sich Slimes eigentlich ganz gut. Gebe ich dir recht. Kennst du solche Monster? Ich trainiere sie zu den besten Sandsäcken der Welt. Ein Ice Cream haben wir schon gesehen, aber nicht gefangen. Nee. Habe ich doch bestimmt schon irgendwie gesehen. Das sind Panda-Bären, du Depp. Meint, sollten die nicht irgendwo im Winterschlaf fliegen oder Schnee essen oder irgendwie sowas langweiliges? Das sind Pandas. Ich glaube, die machen keinen Winterschlaf. Wird es überhaupt so kalt dort, wo die herkommen? Ich glaube nicht. Jede Menge Loot. Ja, damit. Aber das macht so viel einfacher, dass ich die ganzen Sachen aufgewertet habe, hey. Schätze! Gib mir die Schätze! Kann die garantiert noch gebrauchen. Die Ninja sofort. Ah, der Tanuki, der war halt eben feuerresistent. Ja, immer Plasma. Lance ist. Hauptmagie scheint nicht nur eine Menge Schaden zu machen, sondern auch irgendwelche Debuffs zu erzeugen. Ja, das war. Das macht aber deine auch. Natalie, dein Eiszauber kann ja auch einfrieren und dann Feuer verbrennen. Also. Die ist gar nicht schlotte Lenz. Oh, lass das. Nein, nicht diese Attacke. Die ist so widerlich. Die ist so widerlich. Wann ist er auf diese Idee gekommen, ey? Na? Oh, noch ein Stabsetter mal.
Dann hätten wir es nicht verpasst. Hier wird wahrscheinlich irgendwas passieren, wenn wir... Ah, es sind sogar verschiedene Farben hier diesmal. Interessant. Bei dem anderen Spiel waren es vier gleiche. Nee, Quatsch, da lang muss ich. Zur Katze. Wir sparen uns Weg. So. Indem wir einfach den Katzenteleport nehmen. Tada! Was ist das? Was ist das? Als ich das letzte Mal da vorbei bin, war das nicht. Das ist kein Glitch. Was ist das? What the fuck? Ist das ein Geheimlevel? Er findet ihn geil. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. What the fuck? Was war das gerade für eine Medaille? Das sah eher aus wie ein Glitch. Wie irgendwie so ein Glitch-Design. Da flimmert es auch da an der einen Stelle immer. Der Baum ist nicht ganz echt. Richtig da. Irgendwas fühlt sich hier seltsam an. Warum gibt es diesen Ort überhaupt? Tja, miau. Gute Aussage, ja. Es gibt auf jeden Fall Schätze hier. Aber mir gefallen, ehrlich gesagt, diese Glitschereien nicht. Wait. Das Design dieser Fledermäuse ist auch merkwürdig. Bin ich hier in einem Speziallevel gelandet? In einem Steam-Only-Ding? Das sieht aus wie diese Altspiele-Grafiken, die ja viel auch auf Twitter und so gezeigt hat. Dann sind auch andere Soundeffekte. Interesting. Nee, hier. Quatsch. Tactics, da wollte ich hin. Ich versuchte mal zu fangen, was dann passiert. Ah, wollte nicht. Okay. Die Buffs. Dann schreien wir mal ein bisschen rum. Wir haben zwar seltene Spezialeffekte, die nur Gegner benutzen können. Wir können sie uns zu eng machen. Ja, das stimmt. Das machen wir ja gerade. Also HP-mäßig ist er weit genug unten. Jetzt hat's geklappt. Dead Pixel. Mhm. Ich hatte echt nicht damit gerechnet, hier irgendwas Neues zu entdecken, aber ja. Warum nicht? Womit können wir einen toten Pixel dann töten? Hauptsächlich Holy und Wind. Interesting. Ah, sind aber alles Sachen, die Lance jetzt... Wobei... nein, sowas hat er nicht mehr. Möchte ich die Waffe wechseln, dann hätte ich das. Hm. Ich kann jetzt einfach nur erstmal so. Flup, der ist weg. Interessant. Ach, der kommt nicht mehr zum Fertigaufladen. Der ist gleich weg. Er ist gleich weg. Oh, tschüss. Der denkt schon wieder ans Essen, der Olle Fressack.
Ja, drei Fragezeichen. Ein interessanter Level. Oh. Schlüssel. Schlüssel ist gut. Also habe ich die Möglichkeit. Ich kann in verschiedene Richtungen surfen, aber ich will auch die Kiste haben. War das nur ein Glitch oder ist da drüben vielleicht auch ein Gegenstand versteckt? Oh Gott. Ach du Scheiße. Wir nennen das einfach mal Glitch Island. Wir nennen es mal Glitch Island. Okay. Hat er sich aber Mühe gegeben. Wie geil. Okay. Ist es tot? Keine Ahnung. Fragezeichen. Er hat den Glitch verbessert aus dem vierten. Aber er kann immer noch Insta-Killen. Ach du Scheiße. Er kann immer noch Insta-Killen. Das hat Matt erwischt. Okay. Ach verdammt, ich habe ihr noch kein Revive beigebracht. Ich habe ihr noch kein Revive beigebracht, verdammt. Macht es dann überhaupt Sinn? Oh Gott, das ist ein Spezialgegner. Ich hau mal ab. Ich hau mal lieber ab. Okay. Der arme Matt. Ich glaube, das wird mal noch ein extra Stream, uns nur hier rumzutreiben. Nochmal toter Pixel. Aber nur einer von euch heißt so. Und die anderen sind Fragezeichen. Oh. Okay. Aber ihr sterbt. Ja. Ja, also sie nehmen Schaden. Heißen aber auch tote Pixel. Okay, das tut weh. Jetzt weiß ich halt nicht, was für HP sie haben. Trollen. Du hast eine Chance vertan, mich platt zu machen. Hast du. Das wirst du bereuen. Du wirst das nichts bei dich überleben. Alles klar. Hilfe! Alles glitchy! Das ist scary. Aber einer ist tot. Noch einer ist tot. Lässt eine Diskette da. Alles klar. Der ist schon verkehrt rum. Und Matt ist tot. Ups. Da macht man nur kurz ein Dickerchen. Mein Gott. Der macht einen. Der ist nichts mit Nickerchen. Hier, Kaffee saufen. Oh Gott, diese Welt ist ja. Was ja für Schaden nehmen die auch nicht? Kann man die überhaupt scannen? Nee, es werden keine Fragezeichen da. Wir haben ja auch einen gefangen, aber wir bekommen keine Fragezeichen. Zum Statistiken abrufen. Das ist böse. Das ist ziemlich böse. Ah, hat mich alles getroffen. Da, der ist eingefroren.
Jetzt nicht mehr. Ach, verdammt. Ich dachte, wir können ihn vielleicht ignorieren für eine Runde, aber nein. Ich kann schon wieder den Cyclone benutzen. Das ging ein bisschen sehr schnell. Hat sich der Cooldown verändert? Das könnte sein. Könnt ihr das mit dem Fragezeichen lassen? So creepy. Und lasst euch mal bitte treffen. Meine Güte. So. Der eine große hier, der macht mir doch zu schaffen. So, aber jetzt gleich. Reicht ein Double? Jawohl. Er braucht keine Hex benutzen, um zu zielen. Das ist alles Skill bei ihm. Also so groß wie das Vieh ist, ist er wohl nicht schwer zu treffen. Denke ich mal. Das ging daneben. Das finde ich doof. Natalie sieht nicht so begeistert aus. Natalie sieht nicht so begeistert aus. Na, versuch's nicht einmal. Ich habe hier den höheren Grund. High Ground. Also im Vorteil sozusagen. Naja, das werden wir sehen. Ich habe keine Ahnung, was von den Schwächen, Resistenzen etc. sind. Vielleicht haben die auch gar keine. Ah, nicht getroffen. Gar nichts getroffen. Was können wir nehmen? Schuss. Der steht aber noch. Der wird daneben. Autsch. Gib dem guten Mann Kaffee. Ja, der Krieg ist noch nicht vorbei. Du musst ja noch weiter einen toten Pixel bearbeiten. Geflüchtet, oder? Wir überleben das nicht lange. Der Kampf ist zwar gleich vorbei, aber ich meine trotzdem. Feigling! Der Stabgehauen, der Feigling. Pixelpuppe, eine Waffe für Nomex. Zerlegt den Gegner in Einzelteile auf einem Subpixel-Level. Alles klar. Zufällige Statuseffekte und boostet den Schaden von nicht-elementaren Skills. Alles klar. Ich gebe creepy stuff. Wo geht's hier hin? Hahaha, ist nicht dein Ernst. Doch, ist sein Ernst. Okay, aber den... Soll ich ihn nochmal versuchen? Versuche ihn nochmal. Ich befürchte leider nur, dass ich da... Dass der Boss hier ist. Und deswegen noch etwas anders funktioniert. Ja, nee, kann man vergessen. Da muss ich erst noch mal gucken, wie der Platz zu machen ist. Ah, das ist wahrscheinlich noch mal der Glitch. Aber dann gibt es für den doch bestimmt auch eine Medaille. Wo sind überhaupt die wir eben bekommen haben? Hier. Super, sehr aussagekräftig. Der Shibi Knight, Poseidon, Zombiehütere. Oh, auf die habe ich schon gar keinen Bock. Habe ich keine Ahnung.
Finalboss auf episch. In irgendeinem Tempel kämpfen. Das letzte Mal gab es eine Medaille für Siegen des Glitches. Ja, super sei er. Zombie Goku kommt wieder. Boss Rush. Endless Battle. Ne, ich habe da jetzt keine Medaille gefunden. Okay. Dann hauen wir ab. Ich denke mal, wenn wir hier hochgehen. Ah. Dafür war die Treppe. Aber, da ist die Leiter. Warum kommen wir hier raus? What? Müssen wir nicht verstehen, oder? Ich will da zu dem Dromedarfand. Der hat auch noch eine Kiste. Die er da bewacht. Mann. Wahrscheinlich müssen wir dafür dann doch den Glitch besiegen, damit das funktioniert. Naja, gut. Da unten soll die Reise weitergehen, also. Na, so. Hier. Ja, auch ablehnen? Ja. Was könnten uns da hauptsächlich für Gegner begegnen? Die irgendwas mit Wasser zu tun haben, wahrscheinlich. Deswegen werden wir mal ein bisschen umequippen. Nee, was haltet ihr von dem Schätzchen hier? Das ist eine Resistenz gegen Nasswerden. Habe ich generell irgendwas mit einer Wasserresistenz? Nö. Dann kann er den Hut eigentlich behalten. Ne, Quatsch. Das ist ja eigentlich das Symbol. Nicht für Nässe, sondern... Ich bin doof. Also eine gewisse Resistenz hat er da schon. Das kann man lassen. Nur eine andere Waffe. Dann geben wir dir auch eine andere Waffe. Hier, so, zack. Da hätten wir was für unsere Ladies. Nehmen wir dies. Und was haben wir mit dir? Eine gescheite Knarre. Die wäre Wind, Erde, Bombe, Dunkel. Mäh. Vielleicht ist aber irgendwas dabei, was vom Windschaden ein bisschen was abkriegt. Wer weiß. Also ich mutmaße jetzt nur durch das Terrain, in das wir uns gleich begeben, dass da entsprechend solche Gegner auftauchen. So ist es ja meistens. Nee? Okay. Wir sollen tatsächlich über den Steg da... Lass uns vorbei. Meine Güte. Über den sollen wir abfahren. Okay. Und noch so eine Stelle für diese Kugeln. Ja. Ah, da kommt man durch. Ein Regenbogen. Anna hat mal eine Frage. Kann Nolex überhaupt schwimmen? Wir haben ihn nicht gefragt, bevor wir losgefahren sind. Katzen können grundsätzlich schon schwimmen, aber bei Nolex stelle ich mir das schwierig vor, weil der hat keine Arme und Beine dafür. Zu paddeln. Ja, also der ist ziemlich verloren, wenn er vom Floß fällt. Hat ja keiner von uns dran gedacht. Nolex ist sehr begeistert. Da ist Pinguin, wie süß. Okay, da komme ich nicht durch. Aber das ist doch noch nicht. Das ist noch nicht der Rand der Karte. Wie interessant. Neue Gegner! Jetzt packen wir die großen Knarren aus. Er hofft nur, dass er nicht stolpert. Alles klar.
Euch habe ich aber alle schon mal. Alles klar. Ja, die Blitzwaffe war eine gute Idee. Der gibt schon auf. Dein Problem ist, du wirst es nicht überleben. Was haben wir hier? Okay, der ist neu. Der sieht aber sehr eisig aus. Ich fürchte, wenn ich den jetzt mit Feuer angreife, ist er tot. Das kleine Vieh aus dem würde ich gerne loswerden. Neue Errungenschaft freigeschaltet. Ich werde immer mächtiger, das macht fast schon süchtig. Ich wusste gar nicht, dass er sich so darüber freuen kann, zu kämpfen. Schau mal. Schau an. So läuft das in einem RPG. Haste finde ich gerade gut. Hagel finde ich nicht so gut. Ich finde das allerdings gerade gut mit dem Haste. So. Und der noch? Das sind alle Boosts, die ich aktuell, Debuffs, andersrum, die ich aktuell liefern kann. So. Zack. Ein Frostwave. Ja, haben wir schon gedacht, der sieht so eisig aus. Die Stabilität des Streams macht mir heute allerdings wieder sehr Sorgen. Pinguin! Oh, den kann man nur ärgern. Sushi von No Legs. Der freut sich. Wie soll man an die Kiste drankommen? Wahrscheinlich von unten. Hier ist ein Steg. Da gibt es noch Zeug. Und an euch kommt man wahrscheinlich von hier dran. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Na gut, der Pfeil zeigt immer noch darüber, aber ich will wissen, was das für ein Ding ist, das da liegt. Bei solchen Spielen werde ich immer so neugierig. Jemand hat schon versucht, diesen riesen Tintenfisch zu essen. Wir bringen es am besten zu Ende. Ja, da steckt doch die Gabel drin. Da steckt die Gabel noch drin, das stimmt. Die halten aber ein bisschen mehr aus als die Fledermaus. Keine Blubberblasen. Und Hagel. Was bewirbt Hagel hier überhaupt? Oh, wir werden gechillt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Was nehmen wir? Werden nicht beide sterben, ne? Nee, aber einer zumindest. Es hat noch nicht mal die Ehre, graziös zu sterben. Meinst du? Ja, okay, das mit dem Flop, mit dem Augäpfeln ist schon so. Naja. Aber ich hab's nicht animiert. Ich bin unschuldig. Stream? Bin ich noch da? Jetzt hat er sich beruhigt. War gerade die Instabil-Warnung. Es würde mich nicht wundern, wenn unterwegs wegen der ganzen Unwetter irgendwas an den Leitungen ist. Heute ging's. Aber wie war das vorgestern bei uns mit dem Stromausfall? Das hatte bestimmt auch irgendwas mit dem scheiß Unwetter zu tun, das wir da hatten. In der Nacht. Also das würde mich diesmal nicht wundern. Was haben wir denn da Feines? Ein Steinkopf. Eine Schnitzerei von Poseidon, dem Wächter der See. Es gibt 6 Stück davon. Irgendwo ist bestimmt ein NPC, der die haben will. Oh, die haben sich mit Steinchen geschmückt. Waren die schon immer so? Okay, die Pflanze braucht ein bisschen länger.
sind Zähne, das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Aber ihr seid Pflanzen. Ja, das funktioniert halbwegs. Deswegen bin ich kein Vegetarier. Ich möchte nicht von meinem Essen gegessen werden. Diese Pflanzen sind wahrscheinlich eine Ausnahme. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Könnte aber vielleicht trotzdem... welchen Debuff nehmen wir? Vielleicht reicht es und fangen. Fangekiste? Yep. Seaweed Chomper. Na, Chomper trifft's gut mit den Zähnen. Chomp, chomp, chomp. Oh, gegen seid ihr jetzt schwach? Oh, die heilen sich mit Blitz. Das ist böse. Das ist schon böse. Gut zu wissen. Er hat aber eine Windwaffe. Bei ihm macht das keinen Unterschied. So. Haha. Noch ein Neuzugang in der Sammlung. Poseidon. Okay.